was dieser Nebel auch da nicht soll. Auch ein bisschen merkwürdig. So, dann nenne ich mal Arresto Momentum. Willkommen zurück. Sind die Aufgaben erledigt? Exakt. Da bin ich wieder, Professor. Alles erledigt. Gut gemacht. Das zeugt von Disziplin. Weisheit ist ein goldener Schatz, heißt es. Was das betrifft, haben Sie sich als fähige Sucherin erwiesen. Üben wir uns in Arresto Momentum. Dieser Zauberspruch verhindert übrigens, dass Quaffel während einer Quidditch-Partie direkt zu Boden stürzen. Nicht nur das. Präzise, bewusste Bewegungen. Nicht nur Quaffel. Auch Schüler, die vom Besen fallen. Sehr gut. Sie sollten den Arresto Momentum so oft wie möglich üben. Vielleicht noch bevor Sie gehen. Arresto Momentum, sehr gut. Weiter so. Arresto Momentum. Ein großartiger Zauber. Das ist mal eigentlich noch besser als die Virusa. Ich sag das so unüblich. Müsste ich mal ein paar Dinge ausprobieren. Wird auch Zeit, dass Horklumpe jemanden in Black. So, Hufflepuff Gemeinschaftsraum. Das ist heute meine letzte Station. Ja, ich mache heute nicht mehr bis um 1. Wir haben es gleich Mitternacht. Wir machen am nächsten Stream die Mission auf dem Weg, können wir dann auch noch, wenn wir dann auch noch das hier machen können. Okay, ist das mal ausgewählt? Dann müssen wir eigentlich nicht. Das werden wir nächstes Mal schon noch wissen. wunderschön. Guten Abend nochmal. Hallo, wie schön. Im Hof. Wie sieht's hier aus? Deutlicher Gewinn für Hufflepuff bisher. Ravenclaw und Slytherin bisher. Naja. Ach, Pief ist wieder hier. Nach dem ganzen Herumgekämpfe und Herumgerenne. Und wir trinken ein gutes Abendessen. Ab in die Küche. Ich wünsche immer noch genial. Leckerbissen. Köstlich. Ich wünsche immer noch genial, dass die Küche einfach mal direkt neben dem Hufflepuff-Gemeinschaftsraum ist. Köstlich. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Ein bisschen Butterbier. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Och nee. Wieder nachts und niemand hier. Niemand schläft hier. Hier braucht niemand nachts Schlaf. So wieder. Immer noch keine da. Okay, da bin ich in einem gespawnt. Stilltote. Nachdem wir so viel rumgerannt sind. Unsere neue tierliebe Freundin, die wird wahrscheinlich... Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Die wird bei den Tiergehegen rumstehen. Jo. Dann würde ich mal sagen... Belohnung einsammeln. Was haben wir da freigeschaltet? Nachtänzerbesen. Noch um der Wünsche. Alte Magie. Okay, nur das Aussehen für unseren Besen. Naja. Da finde ich den schon besser. Das ist ja blau. Okay, mal Arresto Momentum verbessern. Das werden wir auch noch kriegen. Crucio Imperio. Aber der Kida waren wir hier noch auf der Liste. Frag mich, wenn man die mal lernen. Bestimmt von unserem Freund, dem Slytherin. Hier von Sebastian. Den wir als nächstes treffen werden. Ich dachte mir mal, ich spiele ein bisschen außerhalb der Streams. Ein bisschen für die Aufnahme. Damit wir... Oh je. Damit ich ein paar Sidequests machen kann. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Die Sidequests, die ich mit euch im Stream machen muss. Ja, im Stream ist mir das immer ein bisschen zu blöd, da... von der Hauptquest abzuweichen, um ein paar Sidequests zu erledigen. Da bietet sich das sowas hier in der... Was haben Sie jetzt vor? Außerhalb des Streams in der Aufnahme bietet sich das besser an. Dann ein bisschen Sidequest-Game zu machen. Jetzt müssen wir erstmal raus aus Hogwarts. Schauen wir mal auf die Map. um die Aufträge. Das hier mit den Hauptquest und die Professorenaufgaben, die machen wir im Stream weiter. Das nehme ich euch nicht. Das machen wir freitags und montags in Streams. Aber hier Schmetterlinge fangen im verbotenen Wald, das ist so was, was abseits der Wege ist, abseits der Hauptquests. Das können wir auch mal unabhängig von den Streams machen. Ihr verpasst hier nichts, ihr seht es auf YouTube. Okay, jetzt sind kein Zugriff mit Besen, der reizt hier, aber trotzdem können wir fliegen. Ah ja. Auf zum verbotenen Wald. Da ist er schon. Ein Sturzflug. Von was wird dieser Wagen gezogen? Von Testralen wird nicht gezogen, die dürften nur sehen. Testrale können wir schon sehen. Diese Trompeten sind immer wieder gut. Finde Schmetterlinge im verbotenen Wald. Diese Quest ist echt. Ich weiß nicht, es ist. Wer geht auf Schmetterlingssuche im verbotenen Wald? Das ist so eine abwegige Sache. Da sind sie. Sie hat sich das nicht ausgedacht. Okay, was machen wir damit? So weit, so gut. Miss Willard, sie wird ihre Antwort zu den Schmetterlingen noch bekommen. Oh, warte, können wir mal... Im verbotenen Wald werden wir das hier brauchen. Der Zielwesen ist hier. Was bist du dann? Ich hoffe, dein Nachlass ist geregelt. Glück! Nichts als reines Licht. Ich töte dich doch schneller als ein Mondkalb. Das kam. Böses Viech. Das jetzt zum Nachbarn zurück. Wer greift mich hier an? Die Tierwesen in der Nähe können jetzt ruhig schlafen. Na, der kommt. So, Schmetterlinge. Wir müssen echt wahnsinnig sein. Schmetterlinge in den verbotenen Wald zu folgen. Was für eine absurde Quest. Sieh sich das einer an. Ein Bücherstand. Das war's schon. Ja, auch so eine Quest können wir mal annehmen. Vielleicht fangen wir uns hier noch ein Tierwesen unterwegs. Ich glaube hier im Wald jetzt nicht wirklich, aber... Okay, warum genau steht hier ein Tisch mit Stühlen? Dunkler Straßenköter. Okay, machen wir uns mal raus hier aus dem Wald. Ist ein gefährlicher Ort. Ein Hühnchen sind keine Tierwesen. Okay. Dafür Garren ist aber ziemlich komisch, um echte Hühnchen zu sein. Ich laufe den Weg mal zu Fuß. Vielleicht finden wir unterwegs noch ein paar Tierwesen. Unmöglich ist es nicht. Ein Eichhörnchen. Die sahen auch schon mal besser aus. Region südlich von Hogwarts. Gab es hier nicht auch irgendwas? Und eine Quest. Zum See geht's darunter. Wo man das abzieht. Hogsmeade ist ja wirklich. Das kann man leicht zu Fuß rennen. Das ist keine Entfernung. So ist es ja auch nicht. Eine kleine Exkursion, eine Schulexkursion nach Hogsmeade soll ja nicht. Soll kein Tagesmarsch sein. Hogsmeade, das ist die Station. Zur Station sind wir auch noch nicht runter. Mit dem Besen mal, aber zu Fuß noch nicht. Auf geht's nach Hogsmeade. Habe ich. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Ja, aber der Hintergrund, ja, manche Sachen müssen noch ein bisschen laden. Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön! Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Für die, also wenn du in den Raum der Wünsche kannst, dann könnte das für dich durchaus was sein. Nach dem ganzen Sprinten hier mal ein Snack. Ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken, dass Sie das Dorf vor den Trollen gerettet haben. Hallo, Sirona. Sie wollten, dass ich nach einer Freundin von Ihnen sehe, richtig? Ja, nach Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield, nördlich von Hogsmeade. Ihr Mann Aiden ist kürzlich verstorben und sie braucht Hilfe beim Sammeln von Horklumpen. Und vielleicht finden Sie auch meine Briefe. Aha, und gleich nur eine Quest ein... angelegt. Können wir ja gleich machen. Für sowas sind wir heute hier in der Aufnahme. Sebastian treffen wir dann später. Wenn wir eine ganze Liste hier abarbeiten können. Tauch auf den Grund des Sees könnte auch spannend werden. Eine Flugprüfung haben wir auch noch. Sprich mit Adelaide Oaks. Okay. Mit dem Geist Monde suchen in Hogsmeade könnte auch interessant werden. Das war das hier. Muss nach Hawksfield reisen, um mit Dorothy Spottle über die Horklumpe-Bedürfnis zu sprechen. Ich hoffe, das endet nicht wieder in Schlachtereien mit den Gnomen. Ich meine mit den Menschen, mit den Finsteren. Dunklen Zauberern. Und ab nach Hawksfield. Das mit den Figürchen nun wird sich auch mal lohnen. Dann können wir Alomora weitere Stufen lernen und kümmern. Gibt es einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Nur Hogwarts noch viel mehr erkunden. Können manche Räume rein, wo wir noch nicht rein konnten. Das lohnt sich auf jeden Fall. Okay, dürfen wir nicht fliegen, daran liegt's. Ein lästiger Mensch weniger. Das skippen wir mal wieder die Gegner. Das ist mir ganz recht. Und das Flugtraining kriegen wir auch noch. Wir haben noch eine Quest, die Flugtraining heißt, aber Ballons zerplatzen macht immer Spaß, auch wenn sie, vor allem wenn sie gerade auf dem Weg liegen. Und auch nicht. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Ah, aber Hawksfield. Wo ist jetzt Mrs. Spottle? Da ist sie ja. Schön, Sie wiederzusehen, Mrs. Spottle. Sirona Ryan bat mich, Sie zu besuchen. Die liebe Sirona. Sie ist wirklich ein Schatz, schon seitdem ich sie kenne. Sie dachte, Sie brauchen vielleicht Hilfe mit den Zutaten für Ihren Mega-Power-Trank. Da hat sie recht. Mein lieber Aiden hat immer die Horklumpe für mich gesammelt. Seit er starb, ist mein Vorrat geschrumpft. Mein herzliches Beileid, Mrs. Spottle. Oh, danke, mein Aiden. Ohne ihn fühle ich mich etwas verloren. Wenn Sie einige Horklumpe für mich sammeln könnten, würde ich Sie gern für Ihre Zeit entschädigen. Was sind Horklumpe? Ich habe tatsächlich ein paar bei mir. Oh, danke, wie wunderbar. Es wird die reisenden Händler freuen, dass sie ihren Mega-Power-Trank auffüllen können. Sirona meinte auch, dass Mr. Spottle ihr eine Schachtel mit Briefen bringen wollte, als er krank wurde. Das stimmt. Ich hatte es fast vergessen. Ich fand sie kurz bevor Aiden starb. Er wollte sie sich mit Sirona bei einem oder zwei Butterbier ansehen. Die beiden waren immer wie zwei Bowtruckles auf einem Ast. Aiden wurde krank, als er auf dem Weg zu ihr Horklumpe sammelte. Er hat es nach Hause geschafft, aber die Schachtel in der Höhle verloren. Oh, die Höhle befindet sich in den Hügeln südwestlich unseres Dorfes. Dort können Sie Horklumpe sammeln und auch die Schachtel finden. Erinnern Sie sich, was für Briefe in der Schachtel waren? Oh ja, natürlich. Ein paar Briefe von Ihren Schulfreunden. Schöne Erinnerungen. Es war sogar ein Brief von Sirona dabei aus der Zeit, als sie bei uns wohnte. Ich dachte, sie würde ihn gerne lesen. Wenn ich Briefe aus meiner Jugend lese, staune ich immer wieder, wie sehr ich mich verändert habe und doch dieselbe bin. Sirona sagte, dass sie, als sie in Hogwarts war, in den Sommern bei Ihnen gewohnt hat. Wie war sie so? Oh, du meine Güte. Nun, sie war fast genauso wie heute. Charmant, mit dem Herzen am rechten Fleck, hat sich um alle gekümmert. Oh, wie viel Spaß wir hatten, wenn Sie und Ihre Freunde uns besucht haben, wie Sie herumschwirrten und sich im Zaubern übten. Talentierte Truppe. Ihre Freundin Mirabelle war ein Genie im Garten, hat das alles von ihren Muggeleltern gelernt. Ist das zu fassen? Danke, Mrs. Spruttle. Ich danke Ihnen. Ich werde hier warten. Die reisenden Händler und ich würden uns sehr freuen, wenn Sie die Horklumpe sammeln könnten. Okay, es geht wieder in die Höhle. Das hatte ich befürchtet. Hier waren wir natürlich wieder mit außerschulisch unterwegs. Können wir den Umhang ändern. Jetzt sehen wir wieder wie eine Heldin aus. Nun betritt die Höhle. Da können wir zu Fuß hin. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ich sehe hier kein Schloss, aber okay. Beware of Spiders. Extreme Danger. Ja. Spinnengebiet. Wie ermüdend du bist. Genau. Ich belle nicht nur, ich weiß es. Das ist einfach genetisch. Vermeiden wir etwa unsere Brust. Auch nö, nicht du noch. Achso, das ist ein Wölfs Animagus. Du bist die Plage. Kinderspiel. Nicht ganz. Den Magie müssen wir abschalten. Du bist. Ich sehe die Gegner gar nicht mal. Hat das wehgetan? Reduktor. Der Gegner hat der Bart im Stein fest. Ich gucke zu, wie das Licht aus seinen Augen verschwindet. Unbesiegbar am Stein drin. Oh je, tat das weh. Okay, lassen wir uns mal am Stein drin. Und glücklicherweise muss ich hier noch. Konnten wir den Stein nicht besiegen. Zweifellos schon lange verlassen. Willst du mich verarschen? Komm hier lang und dann. Runter. Guter Trick. Sein Mrs. Butler. Darf ich hier nicht so schnell auf die Riesen stoßen werden? Zumindest nicht auf die Wesen, die wir einsammeln können.